So, ihr Lieben, wir sind wieder bei Shenli und wir müssen jetzt versuchen, weiterzukommen. Wir sprechen ihn mal an. Seid ihr bereit zu gehen? Gehen wir. Ja, bereit zu gehen, Shen. Okay, tut mir leid, dass ihr eure Familie nicht gefunden habt, aber wir müssen diese Leute hier rausbringen. Wir haben die Chance zu entkommen. Wir müssen sie nutzen. Ja. Viel Glück. Ich gehe mit den Leuten voraus, um den Weg zu sichern. Wartet ein paar Minuten und geht dann. So seid ihr sicher. Wir könnten zuerst gehen. Ihr habt euch schon genug in Gefahr begeben, um diese Leute zu retten. Ihr habt euch schon genug in Gefahr begeben, um diese Leute zu retten. Lasst diesmal uns gehen. Los geht's, Jungs. Gary wird diesen Soldaten ein bisschen Kung-Fu zeigen. Oh Gott. Wir sehen uns beim Ausgang. Okay, viel Glück. So, gucken wir mal kurz, was haben wir denn da für ein Profil jetzt bekommen? Ah, Gary, da wird er ja auch markiert. Okay. Gary ist ein toller Kerl. Dieser Comic-Geek hat sein Leben der Verehrung seiner liebsten Superhelden gewidmet. Er und Wyatt haben einen geheimen Pakt mit Spucke besiedelt. Sie haben geschworen, Tajunga zum Traum für jedes Kind zu machen. Und so entstand sein Blueberry-Comic-Laden, von dem heute nur noch Schutt und Asche übrig sind. Jetzt ist es Garys Traum, seinen Nachbarn beim Überleben auf der Flucht zu helfen. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt gehen wir hier lang, oder was? Ja, diesmal gehen wir jetzt da. Okay. Oh, da wird was Schlimmes passieren, wenn uns das hier schon so mit Goodies vorbereitet. Okay, das ist schon schlimme Musik. Seht doch, da drüben. Oh Mann, versteckt euch. Was ist da? Oh, Scheiße. Ah, und da sind doch die Eltern. Okay. Das sind die Letzten. Macht euch auf den Weg, Jungs. Der Major braucht neue Batterien für sein Spielzeug. Batterien? Hey, seht doch, sie haben die vermissten Flüchtlinge und unsere Familien. Wie bitte? Hey, wer ist da? Charlene! Dad! Verdammte Kinder, endlich! Ihr gehört mir! Schießt, Männer! Aber das sind nur Kinder, Sir. Ist mir scheißegal. Sie haben den Duatstein. Schießt! Ja, Sir. Holy crap. Nein! Ah! Schnell, hier lang! Sie entkommen uns! Zielt gefälligst ordentlich, ihr nutzlosen Idioten! Krasse Scheiße. Kommt wieder ein Comic? Finde ich mega gut. Nein, kommt nicht. Okay, wir sind irgendwo gestrandet. Lauft! Das sieht aber nicht so gut aus. Was ist das? Es gibt keinen Ausgang. Ich glaube, wir sind sie los. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Geht's euch gut? Ja. Wir hatten unsere Familie. Wir waren so nah dran. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Chris. Wir müssen hier weg. Wenn sie uns kriegen, können wir unsere Familie nicht mehr retten. Aber wir finden hier nichts raus. Ja, genau. Oh Mann, was war das? Und wie hat sich dieser Stein bewegt? Sieht aus wie der Eingang zu einer Höhle. Wartet, Leute, hört ihr das?
Ha, hab ich euch gehört. Wohin wollt ihr denn? Pass auf, er hat eine Maschinenpistole. Das ist nicht nur eine Maschinenpistole. Und ich werde nicht zögern, sie zu benutzen, wenn ihr mir den Stein nicht gebt. Dieser Stein gehört euch nicht, ihr Pimpfe. Gebt ihn mir und vielleicht erlebt ihr dann noch einen weiteren Tag auf Erden. Niemals! Außerdem, warum sollte man dem Wort eines jemanden wie Ihnen vertrauen? Ha! Das ist das Vernünftigste, was ich bisher gehört habe. Okay. Wie ihr wollt. Danke. Ich habe mich schon gefreut, diese wundervolle Waffe zu benutzen. Oh oh. Jetzt kommt der Comic. Naja, okay, war ja nicht viel Comic, ne? Wow, das war knapp. Dieser Kerl ist gefährlich. Ey, der hat auf uns geschossen. Wie weit ist dieser Major ohne Major Orus? Major Orus bereit zu gehen? Geht's euch gut? Ja, gerade so. Ja, das war knapp. Biggie! Oh, fuck! Scheiße, er war getroffen. Er wurde getroffen. Ich brauche mehr Licht, Charlie. Drück hier drauf. Verdammt, dafür wird dieser Heartless bezahlen. Ich denke, er schafft es. Wird er überleben? Ich weiß es nicht. Er muss sich ausruhen. Er hat hohes Fieber. Wir sollten ein Feuer machen und eine Weile ausruhen. Fuck. Okay. Leute, es tut mir so leid. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Red doch nicht so, Chris. Wir stecken in dieser Sache zusammen. Ja, aber wenn wir den verdammten Stein nicht gefunden hätten, wäre nichts davon passiert. Mein Bruder wäre noch am Leben. Tajunga wäre wie früher und Big Joe. Wir wissen nicht mal, ob er es schafft. Hört er da nicht gerade zu? Chris, ich verstehe ja, dass du dich schuldig fühlst. Du hast immer deine Liebsten beschützen wollen, mich beschützen wollen, aber du darfst nicht so denken. Wir sind Freunde und wir stehen das gemeinsam durch. Biggie schafft das. Du wirst schon sehen. Danke. Was Biggie gesagt hat. Was? Er hat doch gar nichts gesagt. Er hat recht, wir können jetzt nicht aufhören, egal wie wir uns fühlen, okay? Matt hat recht, auch wenn ich es nur ungern zugebe. Oh, das tut weh. Big Joe, du schaffst das, Mann. Ja, hol dir eine Mütze Schlaf, wir müssen weiter. Und Chris, hör auf, so zu denken. Hier geht es um viel mehr. Die Welt ist in Gefahr und wir müssen tun, was wir tun, was wir können, um sie zu retten. Biggie, unsere Eltern sind in Gefahr. Ich vermisse meine Mom sogar sehr. Aber wenn wir sie retten wollen, müssen wir sicherstellen, dass der Major den Duat-Stein nicht in die Finger bekommt. Also was machen wir jetzt? Es muss einen Weg aus dieser Höhle geben. Okay, suchen wir ihn. Geht's dir gut, Big Joe? Denkst du, du kannst weitergehen? Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Jede Sekunde zählt. Okay. Tagebucheintrag. Neues Profil. Irgendwer ist noch neu hier? Nein. Oder kann ich noch weiter runter? Oh, ich kann noch weiter runter. Da sind noch welche. Holly Koriander wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingestellt, um die Kunden der Stadtbibliothek von Tajunga zu bedienen. Sie war eine liebe, unschuldige junge Frau. Die Bibliothek war im Besitz der Saducci, einer mächtigen Familie, deren Vermächtnis voll von schwarzer Magie und Mord war. Man sagt, die Opfer, die durch Vigo Saducci starben, suchen ihren Scharfrichter für alle Ewigkeit auf seinen Anwesen heim und ergreifen dabei von allem Besitz, was ihnen im Weg steht. Vigo Saducci. Die Saducci waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr wichtig für Tajunga.
Vigo Sarducci machte ein Vermögen während des Goldrauschs in Kalifornien und konnte dadurch Geschäfte und wichtige Gebäude finanzieren. Die Bibliothek und seine berühmte Villa sind Beispiele seiner Macht. Aber sein Sohn und seine Frau starben an einer seltsamen Krankheit, wodurch er in eine tiefe Depression verfiel, die ihn in den Wahnsinn stürzte. Man sagt, dass er all seine Diener ermordet und sein Vermögen an Heiler und Magier verschleuderte, in der Hoffnung, mit seiner Familie wieder vereint zu werden. So, so. Okay. So. In der Höhle gefangen. Oh, in der Höhle gefangen. Okay. Da war noch was. Warte mal, was ist denn da? Habe ich die noch gar nicht angewählt gehabt oder warum wurden die jetzt als neue hinzugefügt? Okay, boah. Kann ich jemand anders nehmen? Ja, kann ich. Wie stark ist er denn noch? Also er kann sich nicht... Wow, wenn ich auf Schlagen drücke, dann hustet er Blut. Da. Okay. Ja, den habe ich verschwendet. Herzlichen Glückwunsch. Okay, aber ich kann andere wählen. Gut. Ich hab einmal speichern. Und dann legen wir... Ja, genau, hier ist Lava. Alles klar. Gucken wir uns mal auch noch auf der anderen Seite um. Alter, was geht denn da? Diese Höhle ist voll von solchen Zeichnungen. Vielleicht kein Matt? Ja, ich guck gleich mal. Ist hier noch was auf der Seite? Nein? Okay, dann mal gucken. Hm, das sind alte Runen der amerikanischen Ureinwohner. Anscheinend war diese Höhle Teil eines antiken Rituals. Interessant! Es ist, als wäre diese Höhle eine Repräsentation des Duatsteins für den Stamm, der sie bewohnt hat. Aha. Wie magischer Stuff. Okay. Es war das erste Mal, dass ihnen bange zumute wurde. Wie waren sie an diesem Punkt gekommen? Es war, als würde sie jemand auf die Probe stellen. Bock, bock, bock. Oh, hier ist ein Schieberätsel. Aber kann er überhaupt schieben? Oh, okay, ja gut. Also erst das. Boah. Move it. Geht doch. Oh, fuck. Oh, das war dumm von mir, Entschuldigung. Autschen. Ach, komm schon. Okay. Die beiden dicken Steine müssen nach links und die beiden schmalen da drüber. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Irgendwo müssen die ja hier sein. Ach so, wahrscheinlich muss ich auch noch... Gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Irgendwo müssen hier jetzt ja diese Steine sein, da. Okay.
Ja, es hat sich ja gelohnt. Okay, das ist wahrscheinlich dann, wenn wir links gehen. Okay, muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Schauen wir uns das mal an. Wieder zurück. Kann man hier irgendwo hochklettern? Nee, ne? Für dieses Rätsel gibt es tausende mögliche Lösungen. Ohne, ja, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gut, dass ich ein Foto hier in die habe. Ein bisschen mogeln, aber ist mir egal. So, zack. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Hier geht es noch nach oben, oder? Haha! Haben wir davon auch noch gleich ein Bild. Wupp. So. Muhahaha. Was ist da oben noch? Da oben ist nichts mehr. Okay, dann los geht's. Das haben wir gelöst. Aber kurz gucken, welches das ist. Hihi. Okidoki. Muss ich nur gucken, wie ich das noch hinkriege. Erstmal den hier. So. Jetzt aber. Da krabbelt was, ich höre es doch. Doch nicht? Sehr merkwürdig. Was ist hier? Hier ist doch auch noch was. Ah, da komme ich nicht hin, verstehe. Mhm. Oh, das ist aber jetzt ein bisschen größere Nummer, ne? So, okay, da müssen... So. Hier noch. Das bis zum Ende. Der da hoch. Und der noch. Ganz ehrlich, gut, dass ich mir davon Bilder gemacht habe. Ich hätte mir das nie merken können. Nie. Eigentlich ist alles richtig. Ist hier da schon was gelöst? Nö. Ah, das musste ein höher. So. Oh, gucken wir mal. Machen wir jetzt mit dem Lümmel hier oben? Geh mal her.
Muss der da rein? Der muss da rein, oder? Ja. Macht der Kopf. Okay. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Es gibt hier keinen Ausgang. Oh oh. Diese Höhle ist riesig. Leute, dort gibt es einen Weg. Vielleicht finden wir etwas. Okay, gehen wir. Komm schon, Big Joe. Nur noch ein bisschen. Ja, okay. Ich bin direkt hinter dir. Keine Sorge. Geht's dir gut? Ja, keine Sorge. Es geht mir viel besser. Okay. Wir sehen uns dann um die Ecke. Ich sehe nach den anderen. Ganz langsam. Ich muss zu Atem kommen. Oh Gott, jetzt muss ich nur ganz alleine... Oh nein. Oh nein, Big Joe stirbt mir doch nicht jetzt, oder? Was ist denn dieser Weg, von dem alle sprechen? Da hoch, durch das ganze andere Gekröse? Oh, komm schon, Big Joe. Oh, wir kommen nicht weiter. Was mache ich denn jetzt? Ah, verarschen? Ich dachte, jetzt kann ich nur noch Big Joe lenken hier. Weil halt nur Big Joe noch... Oh. Mega traurige Szene, aber eigentlich nur eines Designfehlers geschuldet. Was da oben? Was soll denn das? Ich verstehe, die amerikanischen Ureinwohner mussten eine Reihe von Prüfungen bestehen, um ihren Wert zu beweisen, ebenso wie die Ägypter. Also ebenso wie die Ägypter glaubten, dass wenn eine Person starb, sie die Welt der Lebenden durch den Duatstein besuchen konnte. Ah ja. Wo führt uns das hier hin? Hey, meine Kiste gefunden. Oh, Geheimdokument. Du hast ein neues Geheimdokument erhalten. Geil. Sammlung? Oh, Geheimdokument. Pentagon... Papier? Ach, Pentagon-Papiere. Geheime Ausgabe. Bericht Nummer 489, Lager 12, 14. August 1966. Son Mi, Vietnam. Das experimentelle Lager in Son Mi wurde nach Drohungen Unbekannter von außen zerstört. Von den 205 an vietnamesischen Geiseln durchgeführten Experimenten haben sich 193 als äußerst zufriedenstellend erwiesen. Sieben abweichende Ergebnisse wurden zur weiteren Untersuchung an die Spielkmann-Laboratorien übergeben, die den Patienten infizierte Materie PL13 absorbierte 100% ihrer Vitalkapazitäten, was letztlich zum Tod führt. Toll. Oh, jetzt noch was. Hier steht noch Text. Ich finde das alles faszinierend, wie alle Kulturen, obwohl weit voneinander entfernt, letztlich dieselben Werte ehren wie Leben und Tod. Ja, toll. Schön. Na dann, gucken wir mal. Guten Tag. Ach, den kann ich mir ansehen.
Ich hoffe, wir enden nicht auch so. Ja, das hoffen wir alle. Ist hier noch irgendwas unten? Na, sieht nicht so aus. Okay. Wow, diese Höhle ist riesig. Es sieht aus wie eine Art Eingangshalle. Leute, oh Gott. Ich glaube, ich schaffe es nicht weiter. Ich fühle mich nicht gut. Piggy, komm, wir verschwinden hier. Weiß nicht, ob ich weitergehen kann. Ich bin sehr müde. Natürlich kannst du weitergehen. Wir müssen nur eine Pause machen. Du brauchst nur eine Pause, okay? Aber wir kommen hier raus, okay? Ich weiß nicht. Ja, ich brauche etwas Ruhe. Okay, ihr bleibt hier. Ich finde einen Ort, wo wir rasten können. Ich helfe dir. Du schaffst das, Biggie. Charlie, ich habe Angst. Werde ich... Psst, Biggie, sag nichts. Das ist nur temporär. Du schaffst das. In Ordnung? Ja, du hast recht. Ich darf so nicht denken, aber... Hör zu, wenn nicht... Wenn ich nicht mehr kann, sag das nicht, lass mich ausreden. Charlie, wenn ich nicht mehr kann, will ich nicht, dass du mit meineswegen zurückbleibst. Biggie, keine Sorge, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Erinnerst du dich an die Kämpfe mit dem Purple Skulls? Joe, du hast immer auf mich aufgepasst und warst immer für mich da, ich will nicht. Psst, ich brauche nur eine Pause, wir finden den Ausgang. Und ich werde mich erholen. Okay, alles bereit, Leute. Komm und ruh dich aus. Ich kann es kaum erwarten, mich auf diesen Steinboden zu legen. Der sieht so bequem aus. Schon okay, Charlene. Wir kommen hier raus, zusammen. Wow. Nicht so ungut, aber ich brauche meinen Speicherpunkt. Okay. Ach, jetzt kann ich den Spieler nicht wechseln? Okay. Ich bin zu schwach, um das zu bewegen. Oh Mann, das nimmt doch kein gutes Ende mehr jetzt, oder? Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zusehen. Wollt ihr wissen, wie es mit Big Joe weitergeht, dann guckt ihr beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Crossing Souls. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.